Riesenapplaus, vielen lieben Dank. Und jetzt kommen wir zu einer Frau, die mir gesagt hat, ihren Namen muss ich so richtig schön aussprechen. Recession and Depression klingt jetzt nicht gerade sehr gut gelaunt, aber ihr Name mal definitiv. Hier ist Natalia Corrales Diaz. Good morning. Today in the morning, when I looked through the panel and the program here, and I saw blockchain technology, the born champions of tomorrow, corporate ventures, I was thinking, damn, my panel is recession and depression. And on top of it, there are only guys coming. So I decided I'm going to take the liberty to ask all the questions I want. So I would like to introduce my panelists, and I'm going to start with Dirk Müller, best-selling author and former trader, and Mr. DAX. Hi, Dirk. Next one, Christoph Bojan, CEO of the Viennese Stock Exchange since 2016. The next panelist is Wilhelm Rasinger, director of the Interest Protection Association. Thank you. Next one, Walter Oblin, CFO of Post AG. Next, Darren Hubert, coming from Singapore. He's the Chief Technology Officer of Microsoft APAC. And Klaus Kumpfmüller, Managing Director of the Financial Market Authority, the Austrian SEC. And last but not least, Jim Rogers, I guess the financial guru, one of the first hedge fund managers and former partner of George Soros. So thank you. I feel very honored to be sitting around with so many men here. And I would like to start with you, Jim. You have a very special relationship to the Viennese Stock Exchange, and that was in 1985. At that time, I was still a child, and I was believing in fairy tales. I was still a child, too. And the fairy tale I would like to tell you is that you kissed the Viennese Stock Exchange alive. And I would like to see now, what do you think is the potential nowadays of the Viennese Stock Exchange? And who could be the prince now that kisses the Viennese Stock Exchange alive? Well, the prince for the Viennese Stock Exchange right now will be the government, if the government pursues policies which will attract investors and attract capital, then the Viennese Stock Exchange will be dynamic and exciting again. Don't give up on Austria, not yet. He's a smart guy, and he probably will do the right things. You moved to Asia because you said the 21st century will go to China as the next superpower. And I also read that your children speak perfect Mandarin. I looked into China and Austria. China is the sixth largest investor here in Austria. And it bought, it invested in FACC, ATV, it invested in Rosenberger, Wolford, and many other countries. And even though Austria is still pretty small on Chinese radar, obviously, we can see that investment goes into very high-tech, specialized industries. So my question is, how can we Austrians smoke Chinese money without inhaling it? Without doing what? Inhaling it. Well, Austria has 10 million people. China has 1,400,000,000 people, so it's hard to avoid them. But I would do everything I can to welcome them. I mean, especially things like music and tourism. You have some things which nobody else can match, and I would play to those strengths if I were you. I mean, they love Austria, the ones who come here, so get them to come here. You don't need many out of 1,400,000,000
to really boom. Do everything you can. Do we have to be aware of anything? Do we have to take anything into consideration in particular? Or can we see them as one of the investors? Well, one of the investors, they're $1.4 billion, and they're the second largest economy in the world. So I would consider them more than one investor. If you can get them coming, you will have everything you need. It's a small country. You're a small country. Could be a very exciting country. Will be an exciting country. So just get some Chinese to come here, treat them nicely, and they will bring the rest. You don't need $1.4 billion. You know, 4 million would be plenty. 40 million would be too many. So just find the niches and bring them here. Okay. I would like to move to you, Wilhelm. Yesterday you had a press conference, and einer der wichtigen Anliegen ist ja, dass man den Kapitalmarkt hier auch fördert in Österreich. Und was ja eigentlich sehr spannend ist am Kapitalmarkt zu sehen, ist, dass es gibt wohl kaum einen Markt, der so wahnsinnig gut das menschliche Dasein reflektiert. Oder die menschliche Psyche, Gier, Exzess, Maniacs, Panics. Man könnte sagen, dass der Kapitalmarkt eigentlich die primitivste Seite des menschlichen Daseins repräsentiert. Glaubst du, ist das der Grund, warum hier nur Männer sitzen heute? Also meine Erfahrung ist, dass Frauen sehr, sehr gut mit Geld umgehen können. Ich glaube, die meisten Männer verdienen das Geld und die Frauen geben es aus. Und ich glaube, findet eine Änderung statt, und ich bin überzeugt, dass auch auf diesen Märkten die Frauen immer präsenter werden. Du hast ja selber 5 Kinder, und mich würde interessieren, wie würdest du deinen Kindern, wie würdest du den jungen Menschen hier empfehlen, wie sie für ihre Pension vorsorgen sollen? Na, erstmal möchte ich sagen, ich habe 5 Kinder von einer Frau, das ist heute wichtig, das zu erwähnen. Was ich wichtig halte für die Kinder, bis ca. 30, 35, dass man sehr viel investiert in die Ausbildung, in berufliche Erfahrungen. Es macht keinen Sinn, wenn man die Kinder zu früh aufmerksam macht, für die Pension anzusparen, oder weil das entsteht eine Beamtenmentalität. Aber ab ungefähr 40, wenn man einigermaßen weiß, in welche Richtung es geht, ist es gut, wenn man zum Vorsorgen beginnt. Und man soll sich nicht immer auf staatliche Institutionen verlassen, sondern selber Dinge zurücklegen. Das müssen nicht immer Aktien sein. Es gibt auch sinnvolle andere Dinge wie Kunst. Ich sehe ja auch Immobilien für sehr wertvoll. Aber man sollte sich auch Dinge beschäftigen, die wertschaffend sind. Mhm. Danke. Dirk, das gesamte Wirtschaftssystem beruht auf einem Kreditsystem. Und wie wir wissen, Kredit kommt von Credo, ich glaube. Das heißt, das Finanzsystem beruht auf einem Versprechen, dass jeder brechen kann, und on top of it weiß das jeder, dass es gebrochen werden kann. Du redest jetzt auch seit einem Jahr an sich davon, dass wir eine Krise sozusagen sehen, upcoming. Du hast doch Jim Rogers zitiert, der seit 2017 gesagt hat, it's gonna be the biggest crisis of my lifetime, be worried. Mich interessiert jetzt sehr konkret, wie richtest du deine Fonds aus derzeit, und was kannst du Anlegerinnen tatsächlich versprechen? I think Jim is absolutely right. Also ich glaube, Jim hat absolut recht. Wir laufen auf eine sehr, sehr große Situation zu. Keiner kann sagen, wann das so ist. Aber ich glaube schon, dass wir eine große Bereinigung bekommen. We are going in very big troubles within the next years. So I'm quite with Jim. But no one knows when it will happen. So that's a problem. I think people should invest in very good companies, and that's the most important thing. One is sitting here, is Microsoft. Those guys are who invent the future, who bring up the future, bring the new technologies, and it will be in a very fast way. Forget about the old economies. It's all about platforms. It's all about our nets. And so you should invest in those companies who bring the future and who will make a fortune with the future. So invest in those companies, but you have 2 ways on the stock exchange. You have the very short view of the stock exchange, which is only about the question where is the share price within the next days, weeks, or months, or
in 1 year. I have no clue where the market is in 1 year, but I'm sure that Microsoft will make more return within 10 years than today. So you can invest in a long-term investment for good companies, but forget about an idea where the market is in a few weeks. So forget about the stock exchange market, go for the long companies, and if you're worried like I am for the market in the short term, you should hedge, and that's what we are doing. So we are invested in the best companies and we are 100% hedged at the moment. Okay. Du hast ja an sich auch in deinem Buch geschrieben, dass der nächste potenzielle Bubble könnten auch die Studentenkredite sein. Und nachdem hier sehr viele junge Leute sitzen, die natürlich auch in ihre Ausbildung investiert haben, ist meine Frage ein bisschen, ist das wirklich ein Bubble? Ist es zu vergleichen mit der Subprime-Crisis? Vor allem auch in dem Kontext, weil Warren Buffett mal sagte, the most important investment you can make is in yourself. The more you learn, the better you will earn. Absolutely right. I don't see the student credits as a big problem. They are a big problem for the students. They are a big problem for the US or society. But they are not a big problem for the U.S. economy because it's too tiny to compare it with the credits of the houses we've seen in 2008. What is my concern is about the Chinese bubble. China is, in my opinion, the biggest bubble we've seen ever in economy. And it's just a question of time when this bubble will burst. It's absolutely necessary to burst it. And I think this is a big one we should talk about. And it's in our own interest and in the interest of the US to make this bubble burst before China is on number one on the world list. Because I love our Western, values, danke, klar, values sollte man wissen als Börse, okay? I love our Western values and I don't want to have Chinese values here, so I'm looking forward for the US to make a stop to the Chinese economy. I hope we will have time to talk about China. Zuerst möchte ich aber zum Christoph gehen, und zwar Kapitalmärkte. Larry Summers hat vor ungefähr 10 Jahren, damals während der Finanzkrise, gesagt, the emergency of financial markets can be linked to the invention of a jet airplane. You can go from one place to the next so much cheaper, so much faster, so much more comfortable, and in most cases so much safer. But if crashes occur, they're so much more spectacular. So meine Frage ist, wenn du dir die Finanzkrisen anschaust, ich meine, es ist jetzt sehr, sehr breit natürlich, aber kann man das, ist die Ursache, liegt sie bei unverantwortungsvollen Märkten oder bei inkompetenten Regierungen? Also ich darf mich zunächst für die Einladung bedanken und ein großes Kompliment an den Veranstalter aussprechen. Ja, das ist also wirklich eine großartige Szenerie hier, die wir in Österreich, glaube ich, in den Ausmaßen nicht oft erleben dürfen. Also vielen Dank dafür. Und ich möchte die Frage vielleicht ganz rüde zurückweisen, gleich mit der Antwort, weil dieser philosophische Wettstreit über solche Fragen, der kann dahin stehen, denn meine Damen und Herren, es gibt ein ganz einfaches Mittel für Sie, damit umzugehen. Ja? Nur das kaufen, was man versteht, langfristig anlegen und das Ganze diversifiziert betreiben und dann können einem all diese Glaskugelleserei und die Gründe weitgehend egal sein. Das wäre meine ganz radikale Replik und verzeih bitte, dass ich die Frage... Es ist auch so, ich bin Infrastrukturanbieter, ja, ich bin qua Rolle nicht berufen, dazu solche Fragen zu beantworten. Dann probieren wir es mit einer anderen. Du bist seit 2016 CEO, seit 2017 erleben wir einen zarten Aufschwung der Wiener Börse. Bist du der Prinz, der sie wach geküsst hat oder, und vor allem, bist du gerüstet für die nächste Krise? Ja, also die Börse ist ja wie gesagt Infrastrukturanbieter und deswegen kann ein Infrastrukturanbieter, der entscheidet ja nie über die Investments, er entscheidet nur darüber, dass die Order ordentlich transportiert wird, dass das Matching ordentlich stattfindet, dass die Abwicklung ordentlich organisiert wird und die Custody und dass das rumherum mit einer ordentlichen Informationsausstattung in einem hochregulierten Bereich dann stattfindet. Aber ja, wir haben natürlich einige Initiativen gesetzt, wir haben umfangreich neue Marktsegmente eröffnet, wir haben, früher war zum Beispiel der Österreicher gezwungen, eine Microsoft im Ausland zu kaufen, ja, kann man sich das vorstellen, ja, wir wollen
heute, dass die Österreicher weiter das machen, was sie richtig machen, ihre Portfolien zu diversifizieren. Aber wir wollen eben, dass die Trades auch an der Wiener Börse stattfinden. Und das geht heute. Und wir haben vielleicht für die Klientel, die hier zu Gast ist heute, auch ein neues Marktsegment errichtet, was sich insbesondere um kleine und mittelgroße Unternehmen kümmert, wo es also einen ganz schnellen, ganz einfachen, sehr, sehr kostengünstigen Kapitalmarktzugang gibt. Das ist das, was die Leute heute häufig vergessen. Als ich vor 20 Jahren mal mit Börse angefangen habe, da strebte alles an die Börse. Heute wollen alle ins Investmentbanking. Ja? Und diese Handlungsalternativen und insbesondere die, naja, die wie ein Feintuning der Refinanzierungsmöglichkeiten über die Börse möglich ist. Ja? Ich habe Schulden zurückzuführen, ich möchte Altaktionäre bedienen und im besten Fall, was wir natürlich am liebsten sehen, habe ich eine vorwärtsgerichtete Wachstumsstrategie. Das kann man alles ganz fein austarieren, ohne in den richtig Hard Grip, und viele im Raum wissen, wovon ich rede, in den Hard Grip vom Private Equity Investor zu kommen. Deswegen kann ich nur euch herzlich einladen, auch Kontakt mit der Wiener Börse aufzunehmen und natürlich über dieses neue Marktsegment zu reden. Danke. Klaus, wann hast du das letzte Mal Risiko genommen? Risiko nimmt den Aufseher jeden Tag, weil wir haben jeden Tag Aufsichtsentscheidungen zu treffen, die mit Risiko verbunden sind, die mit Rechtsrisiken beispielsweise verbunden sind. Aufsichtsentscheidungen sind ja auch Entscheidungen, die in Eigentum eingreifen in den meisten Fällen. Also wenn ich zum Beispiel einer Bank vorschreibe, dass sie mehr Eigenkapital halten muss, dann hat das natürlich eine wirtschaftliche Auswirkung und greift in wirtschaftliches Eigentum ein. Insofern eigentlich täglich. Im persönlichen Leben eher wenig, weil als Aufseher, als Chef der österreichischen Finanzmarktaufsicht hat man ja gar nicht die Möglichkeit, tatsächlich zu veranlagen in Risikopapiere, weil aufgrund der Interessenskonflikte es für mich nicht möglich ist, in einzelne österreichische oder europäische Bankentitel beispielsweise zu investieren. Also das Sparbuch. Klar. Gut. James Carville war Political Advisor unter Clinton und hat einmal gesagt, if there's anything like reincarnation, I would like to come back as the President or the Pope. But if I would actually think about it, I think I would like to come back as the bond market, because the bond market intimidates everybody. Das heißt, wir haben hier einen wahnsinnig großen Markt, den du versuchst sozusagen zu dominieren. Würdest du sagen, dass heute wirklich die Finanzmärkte vorteilhafter sind für uns oder gefährlicher? Also ich würde mal Folgendes sagen, gerade für die Situation in Zentraleuropa, im deutschsprachigen Raum, spielt natürlich der Kapitalmarkt und der Bondmarkt, also Equity und Bondmarkt, nicht so eine große Rolle wie in anderen Märkten. Wenn man sich die Zahlen anschaut, Marktkapitalisierung der Wiener Börse ist 26% des österreichischen BIP. Das ist sehr, sehr wenig im Vergleich zu anderen Ländern. Deutschland über 60%, USA 160% des BIP Börsenkapitalisierung. Das heißt, die Volkswirtschaft in Österreich im deutschsprachigen Raum ist sehr stark über die Banken finanziert. Die Banken spielen eine sehr, sehr große Rolle und daher ist es auch so wichtig, die Banken strikt zu regulieren und zu beaufsichtigen, weil das Risiko, auch das unternehmerische Risiko, was sich in anderen Märkten sich am Kapitalmarkt abspielt, spielt sich bei uns zu einem sehr, sehr großen Teil in den Bankbilanzen ab und daher, wenn eine Krise kommt, spüren wir das in Kontinentaleuropa vor allem dadurch, dass Banken Probleme bekommen, Banken in Schieflagen geraten und daher ganz klar die Botschaft und auch die Agenda, die jetzt umgesetzt worden ist, die Banken stabiler zu machen, die Risikotragfähigkeit des Bankensystems stark zu erhöhen. Nur eine Zahl dazu, im Jahr 2008 hatten die österreichischen Banken eine harte Kapitalquote von 7%, jetzt haben sie 15%. Also mehr als verdoppelt. Sie sind aber nicht geschrumpft im Wesentlichen, sondern haben Kapital aufgebaut und sind wesentlich stabiler geworden. Wir als Aufsicht sind hier oft als ja, Spaßverderber unterwegs, weil gerade in so Boomphasen oder in Wirtschaftsaufschwungphasen wir auf der Bremse stehen müssen. Wir müssen antizyklisch handeln, gerade was die Geschäftsmodelle der Banken betrifft, weil wir darauf schauen müssen, dass die Geschäftsmodelle nachhaltig sind. Das Beispiel, was wir in Österreich alle kennen, ist das Thema Fremdwährungskredite, das bis zum Jahr 2008 in der Boomphase eine enorme Rolle gespielt hat. Über 30% der Kredite an Haushalte waren in Fremdwährung und das ist uns zum Verhängnis geworden. Diese Risiken sind schlagend geworden im Jahr 2008, 2009
Das war ein nicht nachhaltiges Geschäftsmodell, das die österreichischen Banken hier ausgerollt haben. Und solche Dinge sollten nicht wieder passieren. Und daher, glaube ich, ist es wichtig, dass die Finanzmarktaufsicht hier in Bezug auf das Bankensystem sehr strikt ist, weil, wie gesagt, sich das Risiko sich in den Bankbilanzen in Kontinentaleuropa widerspiegelt und nicht so sehr an den Kapitalmärkten. Es stimmt, ihr seid sicherlich die Spaßverderber, das sind deine Worte gewesen, aber das Gute ist, Regulierung ist sowas wie die Zeitung von gestern zu lesen. Genau das wollen wir nicht sein, sondern wir versuchen es zumindest, und ich glaube, es gelingt einigermaßen, forward-looking zu sein und zu schauen, wo spielen sich die Trends ab und wo müssen wir tatsächlich eingreifen pro futuro. Wir haben jetzt viel bessere Instrumente als Aufsichtsbehörden im europäischen Aufsichtssystem, auch präventiv zu wirken, auch gewisse Entwicklungen zu stoppen. Wir können beispielsweise jetzt Banken untersagen, bestimmte Geschäfte durchzuführen, wenn wir der Meinung sind, dass die Banken nicht genügend aufgestellt sind dafür. Wenn zum Beispiel, einfaches Beispiel, wenn ich weiß, dass eine Bank jetzt irgendwo in einem Land in Zentral- und Osteuropa Kreditgeschäfte machen möchte und ich weiß aber, sie sind bezüglich Risikomanagement hier nicht genügend aufgestellt, haben kein Know-how dazu, dann kann ich Ihnen das jetzt untersagen, was eine wichtige präventive Maßnahme ist, aber es ist eine schwierige Entscheidung, die jeweils zu treffen und da können Sie sich vorstellen, wie schwierig diese Diskussionen mit den Instituten sind. Dankeschön. Walter, ihr habt gerade eine Finanzpartnerschaft mit der Grawe gemacht. Es ist allerdings trotzdem so, dass ein sehr bekannter CEO einer Bank in Europa gesagt hat, das Problem der Bankenindustrie in Europa ist nicht, they're too big to fail, but too small to survive. Ihr bleibt auch mit der Finanzpartnerschaft ein nationaler Player. Und ich möchte ein bisschen die Parallele jetzt zeigen, wenn wir uns anschauen, die Föst, er hat 95 einen sehr erfolgreichen Börsengang gemacht, 10 Jahre später dann 100% privatisiert, ihre Umsätze verfünffacht und man sieht eigentlich, wie erfolgreich sozusagen diese Privatisierung war. Gleichzeitig sagt die ÖBAB, dass sie nicht ihre Anteile an der Post privatisieren will. Siehst du das als Vorteil oder Nachteil? Ich glaube, wir fühlen uns aktuell mit unserer Eigentümerstruktur eigentlich sehr wohl. Zum einen war es, glaube ich, ein ganz wichtiger Schritt, dass wir vor 12 Jahren an die Börse gegangen sind. Wir wären heute nicht da, nicht so erfolgreich, nicht so modern, würden nicht in dem sehr dynamischen, sehr wettbewerbsintensiven Umfeld realisieren, wenn wir nicht jedes Quartal den Druck der Börse im Genick spüren würden. Umgekehrt ist es gut, einen stabilen Kernaktionär zu haben, der auch ein Interesse am Standort Österreich, an einer funktionierenden Infrastruktur hat. Und das ist die Republik. Und in Summe fühlen wir uns da sehr wohl über die Verteilung, ob es 52,7% im Staatsbesitz indirekt sein müssten. Da kann man diskutieren, aber das ist dann am Ende immer die Eigentümerentscheidung. Ja, aber ihr bleibt ein nationaler Player damit. Wir fühlen uns sehr wohl als nationaler Player. Wir bleiben das. Wir haben in Österreich eine starke Marktposition, haben jeden Tag sozusagen sind every day an every door in Österreich, haben den persönlichen Kontakt mit Österreich an jeden Tag. Das ist dort, wo wir stark sind und das werden wir auch bleiben. Dankeschön. Darren, Jim Rogers said 19th century belonged to England, 20th to the US, 21st to China. And now we see something very interesting, which I would call, like, has similarities to the Cold War 6 years ago between the US and Russia, nowadays between the US and China. And there is a lot of politics, and I think it goes even further than just tariff war. I do think there is a technological arm race between these two countries. Do you think that this arm race or this Cold War can lead to recession? Can lead to recession. Actually, I think it would lead what we're seeing, and I just want to add to a few of the comments Jim made. For people in the audience, Asia contains three of the largest populations in the world between India, China, and Indonesia. They contain around 60% of the world's youth, so currently around 750 million people between the ages of 15 and 24 live in Asia. They have new opportunities, new jobs. They have increased income and spending potential. And with that, there is a lot of businesses that are investing
in digital technologies and digital growth that's currently taking place in Asia. So one of the things I just wanted to add to this question, this conversation, is the amount of investment that business is planning to make in digital technology to improve society and to get their share of return on investment. So what we're seeing in Asia is that there currently is around 6% of GDP is spent on digital capabilities as far as products and services are concerned. Going forward within the next 3 to 5 years, we're expected to see a 10x growth. So around 60% of GDP in Asia is going to be digital goods and services that is being rendered. So there's incredible growth opportunity. Now as to whether or not there is going to be a sort of a war, if you will, on digital technologies, digital economies. What we see, and what, from the Microsoft point of view, is that it's really a great digital capabilities in these platforms that, thank you, Dirk, for commenting on, these platforms and productivity services is really a great enabler to start creating some parity between countries that can make best use of these capabilities. So I hope that it's not going to become weaponized, if you will, but it's something that's going to more become more expansive, more open, and allow for a freer flow of goods, ideas, commerce, and sort of acts as a great equilibrator, if you will. Thank you. Jim, I would like to, you might remember the very famous quote of Keynes when he said, if you owe your bank £100, it's your problem. If you owe your bank £1 million, it has a problem. And I would like to add, if you owe a bank £1 billion, it's everybody's problem. And I'm mentioning this because China has foreign exchange rate reserves of $3 trillion. 1.5, so basically 50% of that, is in U.S. bonds. What are we facing there? What is this gigantic something we're facing here? Where do you see the risks? And how will China come out of that? Well, the United States is the largest debtor nation in the history of the world. Never in history has any country been this deep in debt. China is one of the large creditors, but probably everybody in this room is a creditor of the U.S. too. The U.S. is the problem. Yes, China has a lot of debt. Yes, China is going to have bankruptcies in the next 5 years, but America is going to have much worse. So we all need to be worrying. I don't like saying this, I'm an American citizen, but we should all be worrying about America much more than China. There will be shocks when Chinese go bankrupt, but be more worried about America and Germany and UK and countries in Europe than China. Thank you. Dirk, du sagst ja auch, also sozusagen, wir werden eine Krise haben. Wir haben eigentlich, wir sind aus der Krise 2008 herausgekommen, aber an den Strukturen hat sich eigentlich nichts geändert. Wir haben unfassbar viel mehr Schulden angehäuft. Wenn man sich die Länder anschaut, sozusagen, wie sie verschuldet sind, skyrocketing. Warum haben wir die Hausaufgaben nicht gemacht, beziehungsweise was müssten wir eigentlich machen? Welche Hausaufgaben haben uns eigentlich gefehlt? Ich gehe jetzt auch mal zum Deutschen rüber, da tue ich mir leichter. Ganz einfach, wir haben die Probleme nicht gelöst. Wir sind gerade bei uns in unseren Bereichen viel zu sehr auf der Verschuldung angesetzt. Ihr habt das vorhin beschrieben, was die Banken an Krediten, an Risiken auf dem Buch haben. Und das ist auch ein Problem, warum wir in Europa, in Deutschland, in Österreich keine Start-up-Kultur haben, wie wir es in den USA haben, weil wir kein Eigenkapital mehr zur Verfügung stellen. Die Börsen spielen kaum noch eine Rolle diesbezüglich. Das war früher der Ort, wo du Geld aufgenommen hast, wenn du ein Unternehmen gegründet hast. Du hast dort Geld aufgenommen, um deine Sachen zu machen. Mit Eigenkapital kann ich viel freier arbeiten als mit Fremdkapital und das findet so gut wie nicht mehr statt. Das Eigenkapital stellen heute Venture Capital Firmen zur Verfügung, die sind das, was früher die Börsen gemacht haben und in einer viel größeren Dimension, aber eben in den USA, im Silicon Valley oder in Asien, das findet in Europa nicht statt. Wenn du hier mal versuchst, ein junges Unternehmen an den Start zu bringen, no way. Facebook would have never been possible in Germany or in Austria, because we don't have the venture capital. So we should go to venture capital, we should go to equity capital, instead of debt, and that is one of the big problems. And if you would spend the money instead of borrow it, so we wouldn't have so huge debt piles, and that's a big problem for us. And I don't think that the 1.3 trillion US dollar debt is a problem for the US, because the Fed could take it easily. They have 4.5 trillion on their book already, so if they take another 1.3, they would say, okay, take them on, yeah? Sorry for that, but
I think what is I think I think it was was it Greenspan or was it who said it's no problem to think about the U.S. debt. We can print any amount we need. Yes, but you should be worried because those are bureaucrats and academics who do not know what they're doing, and the debt in America is much higher than the stated numbers. Yeah, that's the right. Off-balance sheet debt in America is staggering. Yeah, you should be worried. Everybody in this room should be. Ah, yeah. I'm worried, too. We should all be worried. That's why we're hedged. I think Klaus, the regulator, wants to say something. So we are not worried, I hope. Ich glaube, was wichtig ist, um die Kapitalmärkte zu entwickeln, ist, dass wir eine stärkere Integration der Märkte, der europäischen Märkte haben, der nationalen Märkte in Europa. Darum auch, glaube ich, ganz wichtig die Initiative der Europäischen Kommission im Hinblick auf die Kapitalmarktunion. Und da gibt es sehr viele Hindernisse, die hier da sind. Ich sage nur ein Beispiel, Insolvenzrechte. Wir haben nationale Insolvenzrechte, die sind absolut nicht vergleichbar, sind uneinheitlich. Und das ist ein wesentlicher Punkt, warum der Kapitalmarkt, ein europäischer Kapitalmarkt entstehen kann. Den brauchen wir aber. Wir brauchen einen europäischen Kapitalmarkt, weil die einzelnen nationalen Kapitalmärkte zu klein sind. Die können am internationalen, im internationalen Kontext, im internationalen Wettbewerb nicht konkurrieren. Ich möchte allen vielen herzlich danken. Wir sind leider schon am Ende angelangt. And I would like to thank the people here listening to us. I do believe that capital markets is a pretty sexy, as you can see here, topic. And I look forward that we actually gain more attention for the capital markets and there is more interest and more investment in the capital markets. Thank you. Yeah.